Wir treffen uns beim Würstelstandl. Ein Würstel ist allem gut. Hallo, grüß dich. Alles in Ordnung? Weil jetzt geht's los mit Brandl trifft. Manfred Schweighofler. Na, ich habe schon jetzt einmal ein grundsätzliches Problem. Ja, sag ich zu dir jetzt Manfred oder Fred? Sagst Sports, sagst Manni, sagst Manfred, sagst Fred. Weißt, ich habe einen Haufen Namen, weil jeder sagt zu mir ein bisschen, wie es ihm passt. Und das geht von mir schon gut. Ein paar sagen Schweige, ein paar sagen Schweighofler, ein paar sagen... Herr Landeshauptmann neuerdings zu mir. Und dann muss ich ihm sagen, na, hallo, wir schon an. Und dann sagen sie, ja, du weißt ja nie, was werden kann. Nicht? Sozusagen ein bunter Hund. Ja, Hund. Nein, im Sinne von positiv. Ist ja, ist der beste Freund des Menschen. Ein großer Gelehrter hat doch mal gesagt, die Hühn sind die besseren Leute. Die Sämen bleiben treu. Ja. Na, hoch, Fred, sag mir zwei. Wir hätten ja beide in den Landtag rein, nicht? Wir taten beide und das schaut ja nicht einmal so letzt aus, habe ich gehört. Nicht? Das schaut ja gut aus. Die Leute wollen wieder Leute lachen und nicht alle so traurig sein, noch nie einen Eindruck, oder? Ja, sowieso. Und ich finde auch, einer hat jetzt einmal gesagt, da wegen einem Forschungsverein, gell, da irgendwie. Die Leute machen in allem Theater machen, hat allein mit Lachen zu tun, gell? Ja. Die wissen nicht, was das für eine harte Arbeit ist, nicht? Und ich sage im Theater unten, wir haben einen Haufen Angestellte, die ich muss bei Laune halten. Also Theater machen ist etwas vom Schweren. Nebenbei die Theaterleute, was schon. Wenn jemand sparen kann, dann sind es die Theaterleute, weil wir am allem gelernt mit wenig Geld auskennen. Ja, das ist schwer. Das wissen die Leute aber nicht. Nein, wir lachen den ganzen Tag. Wir lachen viel, aber nicht den ganzen Tag. Aber Fred, noch eine Frage. So, da sind ja jetzt ihre Umer im Land, die in der ganzen Südtirol mit umplären. Südtirol gehört dir. Ja, dir. Barzellein, gar nicht gewiss. Dir gehört ganz Südtirol. Nein, steht ja oben, Südtirol gehört dir. Na, mir gehört nichts. Nein, steht ja nicht oben, gehört mir. Dir. Nein, mir. Schau hier nicht einmal eine Wohnung, die mir gehört, in Südtirol. Ich finde den Ausspruch einfach belastend. Oder dir. Weil wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, schauen die Leute alle mich an. Ja, also, mich die meinen ja alle, dass mir ganz Südtirol gehört. Verstehst du mich? Ja, mir geht's gleich. Ja, und mir geht's gleich. Und die alten Leute haben sie alle vergessen, weil sie die alten Leute sagen, man Eis oder Enk. Ja, und Südtirol gehört Enk. Müssen sie sagen. Weil ich finde es nicht richtig, dass sie jetzt die Alten auf einmal nicht mehr kriegen sollen. Nicht? Nein. Südtirol gehört Enk. Und das heißt ja, die Alten haben es auf. Oder ein bisschen Form. Nicht? Ja. Südtirol gehört Ihnen. Nicht? Ja. Ich will ja nicht mit jedem per Du sein. Nicht? Ja. Gleich schon. Aber Südtirol... Aber du bist es auch nicht. Aber weißt du, wenn Südtirol dir gehört, dann wärst du ja ein richtiger Immobilienhai. Ein war ja Hai. Nimm mir einen Hund, auf einmal ein Hai. Ein Wahnsinn. Mir müssen gleich sagen, was ich bin, gell? Nein, aber weißt du was? Ich weiß es. Weißt du, wenn Südtirol gehört, da ist Chef von Würstelstandl. Ja, da gehen alle vier. Ja. Und also, er hat zu mir auch gesagt, Südtirol gehört ihm. Ja. Weil er gelesen hat, Südtirol gehört mir. Und oder dir. Dann ist der Spruch schon ganz falsch, weil dann muss es heißen, Südtirol gehört in die ihm. Würsteln. Ihm. Ja. Ihm. Südtirol gehört ihm. Das sagen wir jetzt in alle weiter. Ja. Im Würstelstandl. Und die ganze Welt ist eigentlich ein Würstel.